Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr über das große Interesse an dem Thema, aber künstliche Intelligenz ist ja so, könnte man sagen, in aller Munde momentan. Und in dem Rahmen möchte ich, wie der Titel auch schon sagt, über Grenzen und Potenziale reden. Also einerseits, was sind die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und wo sind aber heute auch Grenzen der künstlichen Intelligenz? Und dazu möchte ich Ihnen zunächst ein Bild zeigen. Und das ist ein Bild. Und Sie können sich jetzt überlegen, ist das eine Aufnahme, die jemand gemacht hat? Ist das ein Bild, was jemand gemalt hat? Oder ist das ein computergeneriertes Bild? Und wie Sie sich wahrscheinlich denken können, es ist ein KI-Vortrag, das ist ein computergeneriertes Bild. Jetzt wäre die Frage, wenn Sie das gleiche Bild sehen würden in dem Vortrag einer Person, die eine Dokumentation über die Arktis macht, würden Sie dann sofort sagen, nein, das ist kein echtes Bild? Würden Sie das ad hoc erkennen? Oder würden Sie sagen, no, es könnte auch sein. Ja, also das heißt, wir würden in dem Rahmen haben wir momentan die Möglichkeit, dass auch künstliche Intelligenz Dinge generieren kann. Und ich möchte erst jetzt über künstliche Intelligenz allgemein reden und dann auch gerade über diese gerade in den letzten Jahren sehr prominenten Sachen der sogenannten generativen KI, also dass künstliche Intelligenz auch was erzeugen kann. Und dann auch sehen, was kann es erzeugen und was kann es vielleicht auch heute noch nicht erzeugen. Das heißt also, heute geht es zentral um künstliche Intelligenz. Und künstliche Intelligenz ist jetzt an sich gar kein neues Thema, werde ich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen. Aber schon vor einigen Jahren konnte man dann sehen, hier so 2021, dass auf einmal es hieß ja, also künstliche Intelligenz ist ganz wichtig. Wir alle wollen da irgendwie die Führung bekommen. Und gerade wenn Sie diese Woche dann die Nachrichten verfolgt haben, haben Sie vielleicht gehört, dass es auf einmal hieß, dass ein amerikanisches Unternehmen 3 Milliarden in künstliche Intelligenz in Deutschland investieren will. Und das ist so wichtig, dass unser Bundeskanzler sich dazu äußert. Ja, das ist also jetzt nicht einfach irgendeine Investition einer Firma, sondern dem wird eine große Bedeutung auf der Ebene zugemessen. Und das ist natürlich auch immer die Frage, was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Und das ist sozusagen ein sehr schwammiger Begriff im Sinne, dass der bis heute eigentlich nicht klar definiert ist. Ja, es haben sich unterschiedliche Leute damit versucht. Also Sie können entweder in irgendwelchen KI-Lehrbüchern nachschauen, Sie können auch auf Wikipedia lesen oder auch das DFKI hat sich da versucht. Das will ich jetzt gar nicht jetzt im Detail tun, ja, dass wir das so formal machen, sondern eher an ein paar Beispielen erläutern, was sind diese Systeme, was können sie und vielleicht auch an der Stelle, was KI vielleicht nicht ist. Ja, also dass man auch das etwas abgrenzen kann. Und dazu vielleicht so ein paar Mythen noch dazu. Also einmal, weil künstliche Intelligenz momentan sehr intensiv diskutiert wird, haben auch viele Leute den Eindruck, das ist jetzt brandneu, das gibt es erst seit ganz kurzer Zeit. Auch, dass keiner so genau weiß, was KI ist oder vor allem auch, was sie kann. Und genauso auch häufig, ich wurde gerade vorhin noch darauf aufmerksam gemacht, dass der Weser-Kurier da jüngst drüber geschrieben hat, dass also auch KI vielleicht irgendwie bedrohlich sein kann, dass Leute Angst haben vor KI und dass man das also in dem Rahmen nochmal klarer einordnen kann. Vielleicht dazu erstmal aus so einem Zeitstrahl, also diese Idee, dass man auch menschliches Verhalten, intelligentes Verhalten durch dann auch Maschinen simulieren kann oder abbilden kann. Das geht so auf die Urzeiten der Informatik zurück und so einer der Gründerväter der Informatik generell ist Alan Turing, der dann hier von den Jahren her, so in den 40er, 50er Jahren an auch seine bedeutenden Arbeiten geschrieben hat. Und es gab im Jahre 1956 gab es ein Treffen von auch bedeutenden Personen, die dann später in dieser KI-Szene bekannt wurden. Und dort wurde dieser Begriff künstliche Intelligenz geprägt. Also künstliche Intelligenz gibt es schon seit über 60 Jahren. Das ist also jetzt in dem Rahmen nichts Neues. Allerdings hat die KI immer so Höhen und Tiefen erfahren. Ja, dass man also immer zwischendrin hat man mal sehr großen Boom gehabt. Am Anfang diese Idee, vielleicht können Computer demnächst alles, was Menschen können. Und man hat dann aber auch sehr schnell erkannt, dass da die Grenzen doch klar gesetzt sind. Und das war sozusagen, was man auch als den ersten KI-Winter bezeichnet. Warum? Was war sozusagen der Grund dafür? Am Anfang hat man versucht, alles logisch abzubilden. Man hat sozusagen versucht, Beschreibungen für alles zu finden. Was man meinetwegen sagt, ein Stuhl besteht aus einer Sitzfläche und 4 Beinen. Dann hat man natürlich schon die Schwierigkeit, es gibt auch Stühle mit 3 Beinen oder vielleicht nur mit 1 Bein oder mit 7 Beinen.
Ja, also das ist gar nicht so einfach klar zu spezifizieren, was ein Stuhl ist. Und wenn wir jetzt anfangen wollen, unsere ganze Welt, die wir außenrum haben, mit Regeln zu beschreiben, dann merken wir, dass das sehr schnell ausufert. Also unsere Welt ist viel zu komplex, als dass wir die mit solchen Regeln beschreiben können. Und das hat dann zu einer gewissen, würde man sagen, Frustration geführt, wo man dann gesagt hat, vielleicht ist diese KI doch gar nicht so umsetzbar. Dann gab es einen zweiten Boom, könnte man sagen, Ende der 80er bis in die 90er Jahre rein. Das ist auch genau, wo das Institut DFKI, Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, an dem ich heute auch arbeite, dann mit gegründet wurde. Und man hat damals auch sehr große Hoffnungen wieder in neue algorithmische Verfahren gelegt. Und nur damit man das auch nochmal, die meisten werden sich noch erinnern, dann gab es irgendwann mal so eine Weltmeisterschaft, wo der Computer gegen den Schachweltmeister gewonnen hat. Ja, und man hat früher so in den Anfangsjahren der künstlichen Intelligenz gesagt, wenn Computer mal Schach spielen können, dann sind die intelligent. Und heute können die super Schach spielen. Ich würde sagen, besser als wir alle, aber sie sind nicht intelligent geworden. Ja, und woran liegt das? Na, ganz einfach, Schach findet auf dem 8x8-Feld statt, mit festen Regeln. Und das ist für einen Computer sehr gut, wenn es feste Regeln gibt. Unser normales Leben findet überhaupt nicht mit festen Regeln statt. Ja, wenn ich jemandem eine Frage stelle, dann kann der antworten, so gut er es kann. Kann versuchen, es zu beantworten. Also wenn ich jetzt irgendjemand von Ihnen frage, was ist 3x4? Können Sie 12 sagen. Sie können aber auch 17 sagen. Sie können auch sagen, weiß ich nicht, obwohl Sie es wissen. Ja, Sie können also lügen. Ja, also Sie haben sozusagen sehr, sehr viele Möglichkeiten. Sie können mich auch einfach ignorieren und weggehen. Ja, also Sie haben ganz viele Möglichkeiten, was Sie tun können. Ja, und das ist sozusagen was anderes, wenn ich jetzt in einem festen Regelkorsett bin und das sozusagen bei den Rechnern dann auch umgesetzt wird. Und das ist was, was dann wiederum zu so einem gewissen KI-Winter in unserer Sprechweise, also wieder zu so einer Ablehnung der Verfahren geführt hat. Und jetzt befinden wir uns sozusagen in dieser neuen Boom-Phase, wo große Spieler wie Google, Alpha und sowas dann dazugekommen sind, wo wir über Dinge nachdenken, die auch unser, würde man sagen, normales Leben beeinflussen würden, wie autonomes Fahren. Was können Rechner vielleicht, was bisher nur Menschen konnten? Und das ist genau, worüber uns wir heute ein bisschen Gedanken machen wollen. Wo sind wir heute? Was können diese Verfahren, aber auch was können sie nicht? Die KI selbst ist ungefähr so alt wie die Informatik an sich. Also das heißt schon seit die Informatik ist so auch 50, 60 Jahre erst als eigene Disziplin, dass sie an Universitäten gelehrt wird. Und dem Wesen nach war sie schon immer interdisziplinär. Also es gibt Informatik, aber auch sehr viel Kognitionswissenschaften, die Biologie, Neurobiologie, die Psychologie und auch die Sprachwissenschaften haben da also einen großen Anteil. Und inzwischen gibt es also ganz viele Konferenzen, Zeitschriften, auch viele Arbeitsgruppen an Universitäten, die explizit künstliche Intelligenz heißen. Und es gibt große Fachtagungen. Und so die größte, die wir haben, das ist die IJCAI, International Joint Conference on Artificial Intelligence. Und die wird 2026 in Bremen stattfinden. Also da wird sozusagen Bremen das Zentrum der KI der Welt werden. Da werden also mehrere tausend KI-Experten hier nach Bremen kommen. Das ist jetzt nur noch 2 Jahre weg. Ja, also insofern hat Bremen auch wirklich eine Sichtbarkeit in diesem ganzen KI-Feld. Die Anwendungsfelder der KI sind sozusagen häufig sehr naheliegend gewesen. Man hat also was wie Sprachverarbeitung, man hat immer so, würde man sagen, den Wunsch, mit Maschinen zu sprechen und nach Möglichkeit in unserer Sprache. Ja, also viele kennen diese Programmiersprachen, die wer das nicht sagen, von, ich würde sagen, klein auf gelernt hat, für den ist das oftmals etwas fremd, ja, diesen Formalismen den Maschinen das mitzuteilen. Man würde gern, dass Computer sehen können, dass sie Bilder verarbeiten können und natürlich an dieser ganzen Mensch-Maschine-Kommunikation und Interaktion dann auch arbeiten, bis hin an auch zu Robotik, ja, dass man vielleicht Roboter hat, denen man etwas an Tätigkeiten dann geben kann und die das für einen entwickeln. Und bei dem Ganzen geht es sehr viel um die Darstellung von Wissen, also Wissensrepräsentation. Wie kann ich Wissen, das wir haben, dann auch in irgendeiner Weise darstellen? Wenn man jetzt sehr kompakt sagen müsste, woran liegt es, dass KI diesen neuen Boom hat? Warum ist das sozusagen jetzt wieder im Gespräch, wo wir sagen, so viele Auf-Ab-Bewegungen hatten? Dann hat das sehr viel mit Data Science zu tun. Das heißt also mit datengetriebenen Wissenschaften. Und was wir momentan nämlich sehen, ist, dass wir enorm viele Daten haben.
Und jeder von Ihnen wird wahrscheinlich diese Erfahrung machen. Sie schreiben mit irgendwelchen Leuten Textnachrichten, sie verschicken E-Mails, sie können irgendwo Bilder machen. Ja, das, und wir haben momentan geschätzt, hier in dem 2020 64 Zettabyte, also mit was wir normalerweise zu tun haben, sind Gigabyte. Ja, Gigabyte ist sowas wie, das ist so der Speicher, den Sie in Ihrem Handy haben oder in Ihrem Computer. Und sagen, ein Zettabyte sind so viele Gigabyte. Ja? Und das ist momentan so das geschätzte Weltdatenaufkommen. Das ist sozusagen für uns als Menschen, glaube ich, unvorstellbar. Wenn Sie das auf CDs brennen würden, also auf irgendwelche Blu-ray-Discs, so CDs, und würden die stapeln, dann würden Sie 23 Mal bis zum Mond kommen. Ja, also es sprengt eigentlich so unsere Vorstellungskraft, wie viele Daten das sind. Ja, also das, was wir sagen im Internet haben und was wir sagen irgendwo verfügbar haben. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, können wir denn aus Daten auch Wissen gewinnen? Denn ich könnte ja ganz einfach mein Handy nehmen, ich mache jetzt Bilder von Ihnen. Ich mache 1000 Bilder. Jedes Bild hat Megabyte an Daten, habe ich Gigabyte an Daten generiert. Aber die Frage ist ja immer noch, habe ich damit Wissen bekommen oder habe ich nur Daten generiert? Und das ist sozusagen jetzt die Frage. Wir haben ganz viele Daten. Wenn wir uns sowas wie die Plattform X oder Twitter anschauen, 10.000 Tweets pro Sekunde. Wir haben auf Instagram 1.000 Bilder, die pro Sekunde hochgeladen werden weltweit. Datenverkehr auch gigantisch groß. Google hat um die 100.000 Anfragen. Alles in einer Sekunde. Jede Sekunde, die hier runtertickt, passiert das im Internet. Ja, genauso auf YouTube gucken sich Leute 100.000 Videos an und wir haben einen enormen Berg an E-Mails. Und deshalb wird vor nicht allzu langer Zeit ja schon erkannt, dass sozusagen dass die Daten, das ist sozusagen das neue Öl. Ja, so wie man früher so die Abhängigkeit von Öl, von den diesen Bereichen gesehen hat, sagt man heute, wer die Daten hat, der hat auch das Wissen über die Personen. Jetzt ist genau die Kunst, können wir aus diesem Bereich von Daten dann auch Erkenntnisse gewinnen. Und das ist sozusagen genau, was momentan die KI in dem Rahmen neu macht und stark macht. Und das ist genau, wo wir uns inhaltlich in einer, man könnte sagen, Schnittmenge befinden zwischen einerseits der Informatik, da spielt sehr viel Mathematik und Statistik mit rein, weil man diese Daten analysieren muss, nach Häufigkeiten klassifizieren und dann natürlich immer noch die Anwendungsdomäne. Ja, also es ist nicht, dass die Informatik es als Selbstzweck betreibt, sondern man sagt das, und das wollen wir in der Medizin anwenden oder das wollen wir im autonomen Fahren anwenden. Also das sind so die Anwendungsfelder, die wir dann entsprechend haben. Sodass also, wenn man heute über künstliche Intelligenz und diesen KI-Hype redet, dann geht es meistens darum, dass wir gar nicht den ganzen Bereich der künstlichen Intelligenz meinen, sondern das sogenannte maschinelle Lernen. Und das, was sozusagen dann das Entscheidende ist, früher hat man also wirklich gesagt, ein Stuhl besteht aus einer Sitzfläche, einer Lehne, vier Beinen. Man hat es explizit programmiert. Das machen wir heute nicht mehr. Wir geben einfach dem Computer viele, viele Beispiele. Wir sagen ihm, das ist ein Auto. Und jetzt zeigen wir ihm Tausende, Millionen von Bildern von Autos. Und der Computer extrahiert daraus, was er als ein Auto interpretiert. Und in der ersten Runde, sozusagen kann man sagen, da haben noch Menschen dran gesessen und haben das annotiert, beschriftet. Die haben gesagt, das hier unten ist ein Rad, das ist eine Lampe, das ist eine Fensterscheibe. In der neuen Variante sozusagen nimmt man den Menschen aus dieser Schleife raus und gibt nur noch diese Bilder rein und erreicht damit eine Klassifikation. Und das ist sozusagen, was sich häufig als dieses Deep Learning dann auch in der Literatur wiederfindet. Immer wenn Leute sagen, das ist brandneu, als ich im Wintersemester 1991 studiert habe, vor über 30 Jahren, ja, hier unten ist doch, habe ich irgendwie ein Seminar besucht, da haben wir uns über neuronale Netze unterhalten. Also diese Technik ist über 30 Jahre alt. Damals hat man es schon an Universitäten gelehrt. Was hat sich seitdem geändert? Es gibt zwei Sachen, die damals noch nicht da waren. Einerseits die Daten und die Rechenleistung. Sie brauchen, um diese
Berge an Daten zu analysieren, brauchen sie enorme Rechenleistung. Und die war auch nicht da. Sodass also das Algorithmische, wie es funktioniert, das war größtenteils bekannt. Natürlich ist das jetzt, hat es nochmal einen anderen Schub bekommen, dass man also jetzt nochmal ganz anders damit umgeht. Aber im Wesentlichen gab es diese Techniken schon damals. Sodass wir also heute zum Beispiel hier in der Szenerie autonomes Fahren, wenn Sie durch eine Kamera eines Computers dann schauen, dann kann der klassifizieren, dass das hier alles Autos sind. Hier vorne ist ein Motorradfahrer, da oben drauf sitzt ein Fahrer, das hier ist eine Ampel. Und insofern hat man so eine Klassifikation der Szenerie. Das heißt natürlich, das sind alles wahrscheinlichkeitsgetriebene Sachen. Das hier wird zum Beispiel zu 99% als Stoppzeichen interpretiert. Das hier rechts ist ein Stoppzeichen, da ist aber der Hintergrund irgendwie anders. Und da glaubt er dann mit 80%iger Wahrscheinlichkeit, dass es ein Ball ist. Ja, und genauso, Sie müssen also die kognitiven Leistungen, die Sie häufig vollbringen, wenn Sie irgendwo entlangfahren, Sie sehen ein Straßenschild, das nicht vollständig sichtbar ist. Da kann ein Ast drüber hängen, da kann vielleicht Schnee drüber sein, dann ergänzen Sie das. Ja, das ist natürlich hier deutlich komplizierter. Genauso jüngst gab es das folgende Szenario, auch ganz spannend, dass jemand, der ein relativ autonomes Auto hatte, der sagte, mein Fahrzeug zieht die ganze Zeit nach rechts, wenn ich auf der Autobahn fahre. Es gibt sogenannte Spurhalteassistenten, ich weiß nicht, wer das von Ihnen hat. Ja, also das ist sozusagen ganz einfach, Sie fahren und immer wenn Sie zu weit nach rechts oder nach links kommen, korrigiert das Auto das etwas. Hier ist es jetzt so, dass durch den Schattenwurf auf einmal diese Linie, was sozusagen nur der Schatten von dieser Leitplanke ist, hier projiziert wird und das Auto denkt auf einmal, dass das hier eigentlich die Fahrbahnlinie ist. Ja, also insofern gibt es auch bei den heute auch im Einsatz befindlichen Techniken noch klare Grenzen. Natürlich arbeiten die Hersteller daran, ja, aber dass man genau solche Sachen, was sozusagen eine gewisse optische Täuschung ist, der Mensch würde sich dadurch nicht irritieren lassen. Ja, Sie wissen, wo die Leitplanke ist. Sie wissen, dass das nur ein Schatten ist. Aber rein optisch, das, was Sie sehen, suggeriert eigentlich etwas anderes. Des Weiteren geht es natürlich auch darum, könnte denn auch sowas manipuliert werden, dass jetzt jemand irgendwelche Zeichen, da kommen irgendwelche Aufkleber drauf und auf einmal sieht man etwas ganz anderes. Oder, was sozusagen auch ein häufig genanntes Problem ist, ist eben auch das bis hin auch zu, ich möchte mal sagen, moralischen und ethischen Fragen. Wenn man zum Beispiel wüsste bei einem Auto, man kann nicht mehr rechtzeitig bremsen, würde man dann eher die Personen außerhalb des Autos gefährden oder würde man dann lieber in irgendeine Blockade fahren und die entsprechenden Insassen gefährden. Ja, das ist also, es gibt also viele auch moralische Probleme, die damit kommen. Aber generell haben wir momentan viele Erwartungen und Hoffnungen, dass wir vielleicht mit Daten auch Krisen bewältigen können. Und das ist sozusagen ganz typisch sowas wie der Klimawandel. Wir haben häufig ja diese Diskussion, werden wir das 1,5-Grad-Ziel der Erderwärmung schaffen oder nicht? Na, da müssen wir erstmal messen, ob die Erde sich erwärmt oder nicht. Ja, also diese Daten, die müssen erstmal alle zusammengebracht werden. Und natürlich auch zu Zeiten der Corona-Pandemie haben wir das alle miterlebt, dass dann also täglich darüber diskutiert wurde, wie entwickeln sich welche Zahlen, also dass wir sozusagen genau diese Prognosen uns genau angeschaut haben. Jetzt ist die Frage, haben wir heutzutage schon mit künstlicher Intelligenz zu tun? Ja, natürlich. Wir haben in ganz vielen Produkten, jeder, der sowas wie irgendwelche Streaming-Dienste nutzt, dann kennt man sowas wie, Sie haben diesen Film gesehen, dann gefällt Ihnen bestimmt auch dieser. Wenn Sie im Internet ein Buch bestellen, dann heißt es auch immer, Sie haben dieses Buch gelesen, dann mögen Sie bestimmt auch dieses Buch. Ja, oder andere Autor oder andere Leute, die dieses Buch gekauft haben, haben auch dieses Buch gekauft. Das ist also genau diese Datenanalyse, die wir dahinter haben. Natürlich auch, wenn wir sowas wie Google nutzen, haben wir viele dieser Sachen im Bereich der Spracherkennung. Also Spracherkennung gibt es auch schon seit 20 Jahren oder länger. Nur musste man früher sehr präzise, genau betonen. Heute können Sie Dialekt reden, Sie können auch sehr viele umgangssprachliche Formulierungen benutzen. Und das wird alles sehr, sehr präzise erkannt. Auch Übersetzungen sind in einer Dimension besser geworden, muss man sagen. Und Sie können inzwischen ganze Bücher übersetzen und kriegen da wirklich sehr qualitativ hochwertige Dinge raus. Und natürlich auch sehr viel in technischen Bereichen, dass also wenn es darum geht,
meinetwegen die Akkulaufzeit von einem Handy dann auch zu verbessern. Dann gibt es also auch viele Möglichkeiten, was dort im Hintergrund schon gemacht wird. Jetzt am Ende möchte ich noch etwas sozusagen auf die Sprache, also einerseits Spracherkennung, wobei das früher ja nur sozusagen eine 1:1 Übersetzung war. In letzter Zeit gibt es aber sehr viele Bereiche, dass man auch dann auch die Sprache wirklich nutzen kann. Und sehr prominent ist an der Stelle ChatGPT. Vielleicht hier, wer hat davon gehört? Das sind sehr viele, wer benutzt es regelhaft? Okay, sind auch schon einige, ja, genau. Also ich gehe mir davon aus, dass auch meine Studenten und meine Mitarbeiter das alle benutzen. Ja, also wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das später auch demonstrieren, wie das funktioniert, wer das noch nicht kennt. Aber hier vielleicht so ein paar Sachen. Also wichtig ist dabei die sogenannten Large Language Models. Man hat also dort, was die Kernidee ist, man hat also jetzt, genauso wie wir vorher am Beispiel des Autos gesehen haben, hier hat man einfach diese KIs mit Sprache trainiert. Ja, mit sehr vielen Spracheingaben, sodass ich also sowas sagen kann, jetzt einfach meinetwegen generiere mir einen Lebenslauf von Leonardo da Vinci mit 200 Zeichen oder 200 Worten oder 200 Seiten. Ja, und dann wird das entsprechend generiert. Und ein bisschen prominenter wurde das, als man dann irgendwann in Anführungszeichen gesehen hat, dass ChatGPT ist so gut, dass die KI das bayerische Abitur bestanden hat, was immer so als ein unmöglich, ja. Es hängt natürlich immer von den Abituraufgaben ab, ja, ob man so etwas macht, ja, und was die KIs dann auch können. Und wer damit arbeitet, sieht, dass es aber auch häufig fehlerhaft ist, was da rauskommt. Ja, also diese KIs arbeiten damit, dass sie Sätze nach Wahrscheinlichkeiten ergänzen. Und ich könnte Ihnen ja jetzt auch einen Satz anfangen sagen und Sie ergänzen den. Ja, ich sage, ich habe neulich ein tolles Gedicht gelesen von einem alten deutschen Dichter, dessen Name war. Und jetzt ist es unwahrscheinlich, dass das Wladimir Putin oder Mickey Mouse ist. Ja, es ist wahrscheinlich sowas wie Goethe oder Schiller. Ja, aber Sie haben Wahrscheinlichkeiten, die dahinter stehen. Und genau nach diesen Wahrscheinlichkeiten werden diese Sätze, diese Texte ergänzt. Und man hat dann also gesehen, dass ChatGPT sowohl bei Software Engineering, also man konnte es auch für Programmierung einsetzen, dass es da also nicht so toll war. Man hat auch dann Sachen, dass das doch nicht so brillant war, weil man irgendwie gedacht hat, naja, das muss ja wie ein Mensch sein, ja, weil das tolle Texte generiert. Also die Texte, die da rauskommen, sind sprachlich sehr, sehr anspruchsvoll. Ja, also die werden Sie von menschengeschriebenen Texten kaum unterscheiden können. Was man allerdings hat, das ist sozusagen dieses rein Wahrscheinliche, das ist, was wir als das Subsymbolische bezeichnen. Und in letzter Zeit versucht man das sozusagen genau mit Regeln jetzt wieder zusammenzubringen. Also diese Regeln, die wir im Endeffekt mal früher hatten, um zu sagen, der Stuhl besteht aus diesem und diesem. Ja, dass wir also eine erklärbare KI, und dass also dieses Explainable AI, erklärbare künstliche Intelligenz, ist momentan eines der aktuellsten Forschungsfelder. Dass man also versucht, dann Korrektheit in diese Systeme reinzukriegen. Es gibt momentan auch Leute, die sagen, also diese, in der Fachwelt heißt das Hallucinations, also Halluzination, dass die KI so fantasiert, das wird nicht weggehen. Ja, weil das natürlich eine der Stärken ist, weil wie immer, wenn ich Ihnen jetzt sage, schreiben Sie doch bitte mal einen Lebenslauf von Leonardo da Vinci, dann ist es natürlich viel einfacher, wenn Sie den einfach erfinden dürfen, als wenn Sie recherchieren müssen. Ja, wenn Sie einfach sagen, ja, das, also Sie wissen vielleicht noch, oh, der war in Italien, ja, und dann sagen Sie einfach, der ist in Pisa geboren worden, ja, und dann weiß ich nicht, ob das stimmt, ja, aber könnte sein, ja, also würden Sie wahrscheinlich ad hoc nicht widersprechen. Und genau so können Sie natürlich, wann immer Sie was erfinden dürfen, sind Sie deutlich flexibler. Und das ist also auch hier, was dann passiert und natürlich auch der Prozess des Verstehens der Möglichkeiten. Da ist man momentan auch dran, dass es zum Beispiel andere Sprachen gibt, die Schwierigkeiten haben, sondern die mit der direkten Übersetzung. So wird zum Beispiel momentan auch, dass Japan darüber nachdenkt, sich jetzt auch ein eigenes ChatGPT zu bauen, weil also in der japanischen Sprache ist zum Beispiel Ironie und sowas sehr schwer abbildbar. Ja, die haben auch eine andere Art sozusagen, das kann man nicht 1:1 übersetzen, ja, sondern dass in dem Rahmen also auch diese Sprachmodelle anders trainiert werden müssen. Jetzt will ich Ihnen noch abschließend noch an einem kurzen Beispiel mal zeigen, was diese Tools können oder was sie nicht können, gerade für die von Ihnen, die das noch nicht gemacht haben. Seit
einigen Jahren gebe ich zusammen mit einem Kollegen einen Webcomic raus. Ja, der heißt Nerdman. Und jeden Montag müssen wir einen neuen Comic rausgeben. Ja, und jetzt habe ich natürlich gedacht, naja, vielleicht kann ja ChatGPT das für mich machen. Ja, dass ich vielleicht das gar nicht mehr selbst machen muss. Ja, also wir posten es dann später auf diesen ganzen Plattformen. Und jetzt ist aber die Frage, versteht ChatGPT Humor? Kann das Ironie? Kann das irgendwelche Sachen? Ja, und wir arbeiten mit diesem Comic mit der Gesellschaft für Informatik seit einigen Jahren zusammen. Und da ist es so, die immer wenn sie ihr Heft rausgeben, dann sagen sie uns vorher, wir werden die 3-4 Leitartikel haben. Könnt ihr dazu einen Comic machen, zu irgendeinem der Artikel? Und demnächst geht es um digitale Skelette. Das ist beim nächsten Artikel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal von digitalen Skeletten gehört hat. Wahrscheinlich die wenigsten. Ja, also das ist so, wir können Menschen in der Forensik, sozusagen in der kriminalistischen Betrachtung erkennen, zum Beispiel durch den Fingerabdruck, durch DNA, durch Iris-Scan, also durch das Auge. Und man untersucht auch immer mehr, ist es zum Beispiel möglich, jemanden anhand seines Ganges, ja, wie jemand läuft. Ja, ich brauche kein Gesicht mehr, ich muss einfach nur so das Skelett. Ja, das ist sozusagen, was ich erkenne. Und sehr prominent, die Leute, die bei dem Einbruch an dem Digital, jetzt am grünen Gewölbe in Dresden beteiligt waren, die wurden anhand dieser digitalen Skelette überführt. Ja, also das ist sozusagen, wo man anhand der Bewegung, wie die Leute sich bewegen, das ist also dann vielleicht nicht ganz so wie ein Fingerabdruck, aber man kann sich natürlich leicht überlegen, dass jemand, der vielleicht ein Knieleiden hat, das sieht man irgendwie, dass der das eine Bein nachzieht. Und das sind also Sachen, die dann auch passieren. Und darüber wird es bei einem Artikel gehen. Und dann habe ich gesagt, genau mit diesem Satz Anfrage, was wäre ein humorvoller Comic mit 4 Bildern zu einem digitalen Skelett, der zu den Nerdman-Comics passt? Das habe ich sozusagen der KI gegeben. Und als Ergebnis, ein humorvoller Comic, zu den Comics passt ein digitales Skelett, Thema, die könnte folgende Bilder umfassen. Und erstmal, er weiß, es gibt Bild 1, Bild 2, Bild 3, Bild 4. Dann sagt er, das digitale Skelett sitzt vor einem Computer und tippt eifrig. Über ihm ist eine Sprechblase, endlich kann ich meine eigenen Memoiren schreiben. Im Hintergrund sieht man ein Regal voller Bücher über Programmierung und digitales Leben. Das Skelett kratzt sich am Kopf, während es auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung erscheint. Fehler 404, Leben nicht gefunden. Wer Fehler 404, das ist so ein bisschen für Insider, immer wenn Sie auf der Internetseite verloren sind, dann kriegen Sie den Fehler 404 gezeigt. Und wenn Sie das durchlesen, dann sehen Sie, also er weiß nicht, was das ein digitales Skelett ist. Er weiß, was ein Skelett ist. Ja, und er weiß sozusagen, ja, wie man damit was macht. Aber er hat sozusagen schon, insgesamt ist das eigentlich schon gar nicht schlecht. Dann habe ich ihm gesagt, gut, kannst du mir das denn auch malen? Ich will das ja, ich bin ja inzwischen dann faul, ja, also ich will das ja nicht selbst malen müssen. Und dann kommt sozusagen ein paar Sekunden später das Folgende raus, wo man dann sieht, okay, das passt irgendwie, also einmal, da sind Skelette, auf einmal sprechen die Englisch oder irgendwas, was ich auch nicht verstehen kann und was mehr eine Bebilderung der vorherigen Geschichte ist, aber was nicht sozusagen ein Ablauf von Comics entspricht. Ja, also in dem Rahmen ist er so ein bisschen überfordert, aber es ist auch nicht schlecht, was da rauskommt. Ja, also man kann jetzt sehr schnell sich solche Bilder generieren. Und wenn Sie sagen, seit gestern im Internet waren, dann haben Sie vielleicht von Sora gesehen, seit gestern kann ChatGPT auch Videos. Ja, also das ist ganz brandaktuell. Die Bilder, das ist so seit letzten Oktober dazugekommen, jetzt auch fotorealistische Videos, die sind alle vollständig computergeneriert. Also auch diese Szenen sozusagen hat es nie gegeben. Das ist sozusagen was jetzt gerade seit gestern im Umlauf ist. Als Konsequenzen, also wir haben sehr viele Möglichkeiten. KI ist schon allgegenwärtig, auch häufig nicht unbedingt sichtbar, erlaubt einen sehr schnellen Zugriff auf Informationen und wir können das natürlich an vielen Stellen für ein, können wir sagen, komfortableres Leben nutzen. Es lernt aus Daten, das heißt also rückgewandt. Bisher hat KI keine Kreativität, keine neuen Ideen. Natürlich arbeiten auch Leute dran, können wir denn sowas haben wie eine, nennen wir es mal, Hypothesengenerator. Ja, dass ich könnte ja einfach mal irgendeine Hypothese in den Raum stellen und dann schauen, stimmt die? Ja, aber sowas, das ist sozusagen noch deutlich in der Zukunft. Wir haben auf alle Fälle schon heute eine große Abhängigkeit von Maschinen. Das ist einerseits eine praktische Abhängigkeit.
Nämlich gehen Sie davon aus, Sie haben jetzt Ihr Handy nicht mehr. Ja, wie viele Telefonnummern kennen Sie noch? Ja, wen können Sie noch anrufen? Also ich persönlich habe die Telefonnummer meiner Frau aufgeschrieben in meiner Brieftasche, genau für diesen Fall, ja, weil ich weiß sie nicht auswendig. Ja, und genauso ist natürlich auch diese mentale Abhängigkeit, dass wir heute häufig 3x4 mit dem Taschenrechner ausrechnen. Ja, dass wir halt denken, und der Computer hat ja, wie wir vom Taschenrechner gelernt haben, hat immer recht. Ja, und jetzt geben wir ihm aber immer komplexere Aufgaben und dann ist natürlich auch dieses Wahr-Falsch nicht mehr in dieser Form gegeben. Ganz wichtig ist natürlich der Aspekt der Sicherheit, der muss gewährleistet sein. Das ist sozusagen auch so was, mit dem ich mich auch inhaltlich in meiner Forschung beschäftige. Und es ist aber auch ganz wichtig, dass sich die Bevölkerung auch wirklich mit diesem Thema auseinandersetzt, damit man auch zu einer Meinungsbildung kommen kann. Was sind überhaupt die Wünsche der Gesellschaft? Was wollen wir und was wollen wir nicht? Das heißt, momentan haben wir sehr viele Themen. Wir haben selbstfahrende Autos. Es kommt immer mehr auch die Frage auf, wie werden wir zum Beispiel Robotik im Alltag haben. Momentan haben wir Robotik im Wesentlichen für Rasenmähen und Staubsaugen. Das sind so die Roboter, die wir momentan kaufen können. Wenn Sie in einigen Restaurants sind, sehen Sie vielleicht auch schon mal immer jetzt solche Service-Roboter rumlaufen, ja, die entweder die Essen zum Tisch bringen oder das dreckige Geschirr wegfahren. Es gibt auch durchaus Fragen im Rahmen einer alternden Gesellschaft. Wie offen sind wir bezüglich Pflege durch Roboter, auch Pflege im Sinne von Dialogsystemen? Also wollen wir zum Beispiel, dass wir in Zukunft auch mit Systemen wie ChatGPT regelhaft reden können? Dass wir also, oder was sind die Alternativen, die wir dazu haben? Und es gibt also viele, viele Bereiche, die das betrifft. Im Wesentlichen fragen mich natürlich immer viele Leute, wie das in Zukunft aussehen wird. Und ich glaube immer, das Wesentliche, wenn man die Zukunft sicher vorhersagen will, muss man sie einfach selbst gestalten. In diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.